Hallo und herzlich willkommen. Mit dem Xilence Performance ACS 630W möchten wir heute ein Netzteil vorstellen, das vor allem über sein Preis-Leistungs-Verhältnis punktet. Trotz der stattlichen 630 Watt Leistung, die hier abgerufen werden können, kostet das Netzteil im Handel aktuell nur etwa so 44, 45 Euro und ist damit tatsächlich eine ziemlich günstige Option. Was es für den Preis bieten kann, das klären wir jetzt beim kurzen Blick in den Karton. Ausgeliefert wird das Xilence Netzteil in einem erstaunlich kompakten Karton, fast würfelförmig, ganz informativ auch gestaltet, unter anderem mit den Informationen auch zu den Kabeln und Anschlussmöglichkeiten. Im Karton drin dann ist das Netzteil letzten Endes ganz unten liegend und hier haben wir oben auf dann schon mal das diverse Zubehör. Es gibt natürlich das Kaltgerätekabel zum Anschließen. Es gibt ein kleines Tütchen mit vier Schrauben für die Montage des Netzteils am Gehäuse. Und es gibt schließlich noch ein kurzes Informationsblatt mehrsprachig mit den Sicherheitshinweisen. Ansonsten haben wir dann hier unter dieser Abdeckung auch schon das eigentliche Netzteil. Das ist nochmal schön eingepackt in diese Schutzfolie. Und zeigt sich uns dann in ganzer Pracht auf den ersten Blick als Xilence Modell zu erkennen. Wir haben hier also diesen markanten roten Lüfter und das Xilence Logo auch auf der Seite nochmal gut zu erkennen, dort aber etwas dezenter gestaltet. Ansonsten vom ersten Eindruck her ein ziemlich kompaktes Netzteil, ist tatsächlich nur 14 cm tief, eignet sich damit also auch für kleinere Gehäuse, die vielleicht schon Restriktionen bei der Netzteillänge haben. Und bietet hier auch eine solide Kabelbestückung. Als einziger Strang ist dieser 20 plus 4 Pin Strang für die Mainboard Stromversorgung gesleeved mit einem weitmaschigeren und auch etwas festeren Sleeve. Die anderen Stränge, die liegen hingegen alle nackig vor, werden nur von diesen schwarzen Kabelbindern zusammengehalten. Das ist allerdings eine durchaus preisklassentypische Lösung. Der 4 plus 4 Pin Strang kommt auf etwa 55 cm, da ist die Länge meistens ja doch noch entscheidender, weil man den Strang gerne vom Gehäuseboden, wo das Netzteil meistens ja ruht, hinter dem Tray lang noch an das Mainboard heranführen möchte. Unter Umständen gibt es hier aber auch noch Adapter, falls die Länge nicht ausreicht. Grafikkartenversorgung haben wir hier einen Strang mit zwei Anschlüssen, je 6 plus 2 Pin. Bedeutet letztlich, dass dieses Netzteil für Multi-GPU-Setups, für SLI oder Crossfire nicht optimal ist. Da braucht man meistens doch noch mehr Anschlüsse. Es gibt allerdings aus derselben Gehäuseserie das Performance CSA 730 Watt, das dann tatsächlich vier dieser Anschlüsse hat. Wir kommen hier auf eine Länge von etwas über 45 cm und dann mit dem zweiten auf etwa 55 cm. SATA-Stromanschlüsse für die Laufwerke gibt es insgesamt 6 Stück an zwei gleich langen Strängen. Die drei Anschlüsse, die sitzen in etwa 15 cm Abstand und wir haben hier die ersten bei 45, die zweiten dann bei 60 cm und die dritten Anschlüsse jeweils bei etwa 75 cm. Können also durchaus eine ganz ordentliche Länge abdecken. Schließlich dann natürlich noch ein Molex-Strang für die älteren Laufwerkstypen oder auch manches Zubehör. Hier haben wir ebenfalls diese 15 cm Abstand, 45, 60 und 75 cm mit Strecken. Dazu gibt es dann ganz hier hinten noch
den Floppy-Anschluss. Falls jemand tatsächlich noch ein Diskettenlaufwerk betreibt, ist also da auch vorgesorgt. Soweit hier unsere ersten Eindrücke, unsere Vorstellung zum Xilence Performance A-Series 630W, ein Netzteil, das für seine knapp 45 Euro tatsächlich auf dem Papier eine ganz überzeugende Ausstattung vorweisen kann.